Ein Mann F10 löste am späten Dienstagabend die Rettungsleitstelle aus, nachdem aus einem Hotel in Eisborn 18 Fälle von Brechdurchfall gemeldet wurden. Rettungskräfte aus dem Umkreis wurden zusammengezogen. Notärzte kümmerten sich um die Betroffenen. Die Feuerwehr richtete einen Bereitstellungsraum an der Schützenhalle ein. Die Ursache der Vergiftung ist noch unbekannt. Also wir haben hier in einem Hotel in Eisborn mehrere Patienten, Gäste mit Brechdurchfall. Der Rettungsdienst hat daraufhin in Absprache mit der Kreisleitstelle Mann 10 ausgelöst. Das zieht laut Mann-Konzept des Märkischen Kreises einige Einsatzmaßnahmen nach sich. Mittlerweile sind wir hier mit 32 Kameraden von der Feuerwehr, organisieren den Abtransport und die Bereitstellungsräume für die RTWs und KTWs, die alarmiert worden sind. RTWs sind hier aus dem ganzen Umkreis über den Märkischen Kreis, Arnsberg, Unna, Lünen im Einsatz. Weiterhin ist Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst aus Balve alarmiert, die auch noch hier zur Verfügung stehen. Die Organisation des Transportes in die Krankenhäuser, teilweise bis nach Olpe, übernahm Christian Beuke als organisatorischer Leiter. Wir haben derzeit 18 Betroffene, die jetzt abtransportiert werden. Haben heute Nachmittag schon eigenständig einen Arzt aufgesucht. DRK und MAD richteten eine Sanitätswache für eventuell weitere auftretende Infektionsfälle ein. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Frank Busche.